Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Raft. Wir müssen irgendwie noch ein paar Palmblätter organisiert kriegen. Und ich hoffe, dass sie irgendwie ein bisschen, zumindest ein paar Planken haben respawned hier. Aber wir brauchen Palmblätter gerade, um Seile herzustellen. Aber warte, wir haben doch Seile irgendwo, oder nicht? Aua, wir hatten doch Seile. 20 Stück meine ich, oder liege ich falsch? Bitte, Boris, beiß jetzt nicht nochmal zu. Genau, danke. Haben wir nicht Seile gehabt? 20 Stück? Zwei haben wir. Aber wo sind die... Oh, wir haben jetzt ganz schön viel Holz wieder. Und wenigstens haben wir wieder Kletterpflanzenglibber. Ja, aber wo sind die Seile hin? Ich meine, wir hatten welche gehabt. Jetzt erstmal wieder Palmblätter sammeln. Ja, danke, Boris. Boris, du bist ein Held. Die weiße Kuh, ne? Ja. So. Oh, wo sind Palm... Danke, Boris. Und da kriegen wir keine Palmblätter. Wo ist Boris denn? Da. Kommt er schon wieder? Und... Nein, zu früh! Ah, nein! Toll. Und... Ah, verdammt. Okay, das werden wir jetzt wahrscheinlich nicht schaffen, oder? Okay, diesmal hat er daneben gemacht. Gut. So, daneben gebissen. Das war jetzt aber sehr, sehr knapp. Ah, oh, nochmal gespeichert, gut. Wenigstens jetzt. Aber wir brauchen Seile, zwei Stück. Drei Palmblätter. Jetzt bereue ich es, dass ich die Dinger einmal weggeschmissen habe. Jetzt bereue ich es. Aber egal, wir fahren dann nochmal ein bisschen vor. Vielleicht kommen, spawnen dann irgendwie noch ein paar von den Dingern. Der will in die falsche Richtung. Da müssen wir den Motor einschalten. So. Oh, da war ein ordentlicher Ruckler. Aber dann gehen wir mal ein bisschen weiter vor. Ah, da spawnt jetzt ein paar Fässer. Immerhin. Ich hoffe, da sind Palmblätter. Wir brauchen Palmblätter. Wir können vielleicht noch mal ein paar von den Kletterpflanzenglibber herstellen. So, und dann noch mal vor. Oh, bitte seien Palmblätter drinnen. Ich hoffe es. Nein, keine Palmblätter. Das Spiel will mich doch verarschen. Ausgerechnet das, was ich jetzt brauche, wollen die mir nicht mehr geben, ne? Die Palmblätter. So, dann müssen wir aber hier noch mal ein bisschen so beidrehen. Boah, bitte sei unten jetzt Palmblätter irgendwie angekommen. Bitte haben wir jetzt irgendwie Palmblätter bekommen. Nein. Müssen wieder drehen. Hoppala. Das war jetzt ein bisschen viel gedreht.
war ein Palmblatt. Boah, bitte lass den kriegen. Nein, den kriegen wir nicht. Für den Palmblatt werden wir jetzt aber nicht umdrehen. Da ist wieder welches. Einer. Und ich wette, den kriegen wir nicht. Nee. Leider nicht. Boah, bitte lass unten irgendwas sein. An Palmblättern. Hä? Ich dachte, wir hätten was bekommen. So, ich hoffe, den kriegen wir. Bitte lass uns den kriegen. Ich glaube, der ist zu weit weg. Oh, kommt schon, bitte. Ausgerechnet jetzt, wo ich Palmblätter brauche, kommen die nicht. Das ist irgendwie so typisch bei Videospielen, ne? Das, was man braucht, kommt nicht. Und jetzt kriegen wir so viele Planken, aber brauchen die nicht. So. Bitte lass da Palmblätter sein. Bitte. Zwei Stück, immerhin schon mal zwei. Toll, jetzt bin ich runtergefallen. Und hier haben wir noch einen. Komm, bitte. Ja, den haben wir. So, das müsste reichen. Und dann müssten wir jetzt hier nach rechts wieder ordentlich beidrehen. Dann packen wir da vorne. So. Der ist nicht gerade, obwohl... Boah, ich weiß es nicht. Wir müssen auch langsam... Hier geht es nicht runter. Wir müssen langsam hier auch Motor wieder ausschalten. Jetzt. Und dann können wir wieder Anker werfen. Wir haben jetzt schon wieder Hunger und Durst. Wie kann das sein? Haben wir hier noch wieder was bekommen? Ja, ein paar Palmblätter. Nice, immerhin. So. Dann können wir... Nice. Haben wir noch einen neuen Bogen, immerhin. Der müsste fürs Erste reichen. Und hier machen wir auch noch mal ein paar. Wie viele Pfeile haben wir jetzt? 22. Immerhin. Oh, hier brauchen wir wieder Planken. Wir grillen die erstmal alle zu Ende. Hier nochmal Glibberpflanze. Planke platzieren. So. Will ich aber sagen, wir packen das auch erstmal wieder hier rein. Genauso wie das. Was können wir hier rausnehmen? Ich glaube eigentlich... Plastik können wir rausnehmen. So, Holz ist wichtiger. Schrott packen wir auch nochmal hier rein. Die Rübe können wir auch noch brutzeln. Ah, nice, die sind wieder fertig. So, dann schmeißen wir die Steine auch schon mal wieder weg. Da unten ist auch noch so... Das lassen wir, das behalten wir erstmal. Schmeißen dafür das weg. Sind die Dinge auch wichtig, irgendwie? Komm, wir gehen mal da rein. Oder gucken uns das hier mal an. Bitte werden wir jetzt nicht von Boris attackiert. Okay, wir können hier rein, aber mehr auch nicht. So, dann wollen wir auch wieder auf Griff. Wir wollen unser Fleisch mitnehmen. So. Und noch einmal hier
ordentlich trinken. So, dann können wir das hier nochmal auffüllen. Oder ich habe eine bessere Idee. Wir werden ja eh ein bisschen länger unterwegs sein. Dass wir den hier auch nochmal voll machen mit Süßwasser. Mit frischem, klarem, fast durchsichtigem Wasser. So, dann... nein! Ist das fertig? Ah, perfekt. 16 Fleisch. Können wir schon mal ein paar essen. Jetzt müssen wir eben kurz abwarten, bis das hier voll ist. Fertig ist. Das lassen wir mal da drinnen. Und dann gehen wir gleich wieder rüber. Das muss jetzt eben schnell fertig werden. So, einmal kurz abwarten. Oh, da brauche ich ewig. Oh. Nice. Okay, ein bisschen müssen wir noch warten. Da, jetzt ist fertig. Dann können wir jetzt wieder rüber. Und hops. Oh, da haben wir wieder Kupfer. Was die Bären aber angeht, finde ich super, dass hier viele sind und dass die doch nicht so stark sind, dass wir ordentlich was an Fleisch hier bekommen können. Ist auf jeden Fall sauber, finde ich. So, jetzt ist nur die Frage, wo gehen wir erstmal lang? Unser Schiff ist jetzt hier geparkt. Und wie lösen wir diese Insel? Denn das müssen wir irgendwie gelöst kriegen. Ich habe vergessen, einen Bauplan abzulegen. Egal. Egal. Dann machen wir erstmal ganz normal weiter. Vielleicht wäre es auch sinnvoll, wenn ich das mal ein bisschen so mache, für den Fall, dass der gleich kaputt gehen sollte, wegen dem Bären. Schauen wir mal, wo wir hingehen. Da haben wir wieder so ein Lama. So, Relay Station 4 und 6, da waren wir. Aber da kamen wir irgendwie nicht weiter. Da haben wir wieder den Bären. Wenn ich schleiche, sieht er mich? Entdeckt er mich? Da ist eine Höhle. Ja, der entdeckt mich. Autsch. Alter, wie nah will der noch an mir sein? Digga. Aufgeben und wiederbeleben. Aber wie nah war der jetzt an mir? Echt, das war jetzt aber... Das fand ich jetzt gerade scheiße. So, wir fressen ein paar von den Dingern. Wir müssen jetzt eh abwarten, bis die Gesundheit wieder voll ist. Das war jetzt aber absolut scheiße gerade. Der war schon gefühlt in mir. So, wir gehen trotzdem schon mal dahin.
So. Ich hoffe, bis wir bei den Bären sind, dass die Gesundheit wieder voll ist. Und sonst müssen wir schauen, dass wir irgendwo abwarten. Oder vielleicht einen anderen Weg suchen. Wäre auch eine Idee. Können wir hier irgendwie von oben uns dran vorbeischleichen? Oder gibt es hier auch noch Bären? Das war jetzt echt scheiße mit den Bären. Was ist denn das? Einfach nur ein brauner Klumpen Erde, ne? So, gibt's hier oben was? Irgendwas? Wildbären, nice. Noch mehr. Okay. Ich habe so das Gefühl, die Wildbären sind besonders wichtig. Ich muss sehr viele von denen sammeln. Für die Quest hier. Jetzt wird es auch noch dunkel. Toll. Da unten ist wieder ein Bär. Aber bei dem einen Bären hier, wo die Höhle war, da will ich jetzt irgendwie rein. Na, komm. Oder muss ich eine Machete bauen? Kann ich eine Machete bauen? Ich kann keine Machete bauen. Wo ist denn der Bär? Wo war denn die Höhle? Sehe gar nichts. Jo, ich sehe. Ich stecke hier fest. Ich sehe nichts. Toll. Jeder wird, die fallen sofort runter. Oh, ich kann echt nichts erkennen. Wo ist der Bär, bitte? Da ist er schon. Weg. Oh. Ich renn doch schon. Wo ist man? Digga, was ist jetzt gerade hier los? Warum ist der Bär auf einmal in mir? So, nochmal Wassermelone fressen. Immerhin verlieren wir nichts an Items. Außer die Pfeile, die dann im Bären stecken. Boah, geht mir das aber gerade mit dem Bären auf den Sack. Wirklich. Vor allem auch, wie schnell ist er und warum steckt er die ganze Zeit in mir drinnen? Wir gehen erstmal vielleicht doch den anderen Weg da. Vielleicht können wir da noch irgendwie was finden, was wir brauchen können. Wenn wir hier lang gehen. Eine bessere Waffe, eine Machete. Ich hoffe es.
Oh. So. Hier läuft das jetzt auf einmal, wie ich das haben will. Toll, wer ging daneben? Komm, so. Wie viele Schlüsse braucht er noch? So. Keine Muni mehr. Wo sind die Pfeile? 10 Pfeile habe ich nur noch. Ich habe 22 Pfeile so verballert. Für umsonst. Wo ist das Schild da? Ja. Wir sind wieder hier. Boah, geht mir das gerade auf den Sack mit den Bären. Komm, wir gehen mal erstmal runter. Muss es hier bestimmt doch noch irgendwas mehr geben, ne? Und ich hoffe, keine Bären. Und hier kamen wir. Dann gehen wir vielleicht doch mal da hoch. Stimmt, wir sind wieder hier. Wo ich mir auch frage, was bringt es mir jetzt erstmal wieder hier hin zurückzugehen? Gab es hier unten noch irgendwas? Irgendwas Wichtiges? Irgendwas zu entdecken? Gar nichts? Nichts? So, Durst geht auch schnell leer, wie ich gerade sehe, weil ich renne. Vielleicht habe ich da irgendwas übersehen, vergessen, aber nochmal dahin, ich glaube nicht. Dann gehen wir lieber zu den anderen. Sorry, dass ich jetzt gerade irgendwie wenig sage, aber ich muss ein bisschen runterkommen jetzt wegen diesem Scheißbären. So, Station 4 und 6, da wollen wir hin. Beziehungsweise Station 6R. Bei Station 4 wissen wir nicht, wie wir da hinkommen. So, wo ist der Scheißbär, der hier immer attackiert? Welche Schmiere steht. Relay Station 64. Wohin geht dieser Weg? Das will ich jetzt wissen. Wo führt der hier hin? Wenn wir hier weitergehen, da wieder zu einem Bären. Ah, okay, das war der, wo wir gerade waren. Okay. Komm, geh kaputt! Ich hasse diesen Bären, wirklich. Und ich habe keine Munition mehr. Alter. Nee. Sorry, dass ich mich gerade aufrege, aber... Was soll denn der Scheiß? Was ist denn das denn für ein Drecksbär?
Ich habe keine Steine. Kann keine neue Muni machen. Nicht genug Planken. Oh. Ich habe hier auch gar nichts. Kann ich das hier machen? Habe ich auch nicht genug Seil und nicht genug Planken. Toll. Ich hoffe, hier ist irgendwie was in der Nähe. Gar nichts. Leckt mich doch. Weißt du was? Wir verpissen uns von hier. Ich habe keinen Bock gerade. Wir kommen später wieder. Wir kommen hier ein andermal wieder, aber jetzt gerade kein Bock hier drauf. Weil dieser eine Scheißbär, der kostet mich jeden Nerv aktuell. So. Hä? Was war das denn jetzt? Also erstmal Motor einschalten, ne? Dass ich von hier wegkomme. Das machen wir ein andermal hier. Hier machen wir das ein andermal. So, jetzt wieder. So. Dann versuchen wir mal, hier rauszukommen. Es tut mir gerade wirklich leid für die, die jetzt Bock hatten auf die Insel, aber ja, aktuell, das ist mir zu schwer gegen den Bären. Ich habe nicht genug Ausrüstung, vernünftige, nicht genug Munition. Ich weiß nicht, wie ich gegen diesen scheiß Bären, Drecksbären hier ankommen soll. So, nein, das ist die falsche Kiste. So, Kletterpflanzenglibber hier rein. Dann nehmen wir das wieder zu uns. Hier haben wir keinen Platz für. Wir brauchen wieder neue Kisten, ne? So. Wie weit sind wir jetzt raus von der Insel? Oder weg von der Insel, besser gesagt. Wir sammeln wieder auf jeden Fall ein bisschen was. So, wir müssen noch ein bisschen mehr in die Richtung. Aber wir kommen auf die Insel ein andermal wieder. So, und erstmal hier wieder was trinken. Oh, Motor ist leer. Haben wir hier wieder Planken? Hm, eine. Tut mir wirklich, wirklich sehr leid, dass ich das jetzt gerade nicht durchgezogen habe, durchgehalten habe. Aber, naja, wir müssen irgendwie besser werden. Bessere Waffen kriegen, irgendwie, keine Ahnung. Und irgendwie an Wolle kommen. Wir haben wenigstens Honig, Honigwaben. Womit wir diese Bienengläser da machen können, glaube ich. War das so? So, wo haben wir Bienenglas? Insektennetz. Ich glaube, damit können wir die Bienen fangen. Hier Honig. Dafür brauchen, für zwei Honiggläser bräuchten wir 6 Honigwaben und ein Glas. Okay. So, wie? Hoppla. Wir müssen jetzt weit genug raus sein. Dann gehen wir jetzt wieder mit der Strömung. Komm. Noch ein bisschen. Wir kommen hier auf jeden Fall nochmal wieder. Müssen wir. Und dann sehe ich zu, dass wir hier ein bisschen mehr Rüstung kriegen. Das ist falsche Kiste wieder. So, Motor ist auch wieder leer.
Und dann sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Tut mir leid für den kleinen Ausraster. Und ja, ciao.